möchte im Folgenden zu diesem Regal hier etwas erzählen, kurz was aus designhistorischer Sicht und dann zur Fragestellung, die wir Restauratoren uns gestellt haben, als die Entscheidung fiel, dieses Regal soll in die Dauerausstellung des X-Depots kommen. Es handelt sich um das sogenannte Chambre à Air von Reinhard Müller, entworfen 1987. Anfang der 1980er Jahre hat in Italien Alchemia und Memphis für eine Radikalisierung des Designs gesorgt, was dann kurze Zeit später auch in Deutschland Anklang fand und Widerhall fand. Mit dem sogenannten neuen deutschen Design, ein Vertreter und der bekannteste Vertreter aus dieser Klasse ist das Kölner Kollektiv Pentagon, zu dem auch der Entwerfer dieses Regals, Reinhard Müller, gehörte. Es war ein fünfköpfiges Kollektiv. Im Jahr 1987 wurde Pentagon eingeladen, an der Documenta 8 in Kassel teilzunehmen. Sie entschieden sich, ein Café zu bauen, ein Café einzurichten, das sogenannte Café Casino, wo quasi Möbel drin standen. In dem Café konnten die Besucher der Documenta normal Kaffee trinken, sich treffen, sich unterhalten und waren damit Teil der gesamten Inszenierung. Dieses Regal ist eines der wenigen erhaltenen Stücke, weil im Abschluss der Documenta nach diesen 100 Tagen wurde von den Künstlern, von den Designern dieses Café tatsächlich zerstört, in so einer Art Abrissfest. Dieses Regal ist erhalten geblieben und schlussendlich dann bei uns in der Sammlung gelandet. Als die Entscheidung fiel, dass es in die Dauerausstellung kommen soll, hatten wir weniger Probleme mit dem Erhaltungszustand, sondern wir hatten eher das Problem, dass wir wussten, wir haben einen Traktorschlauch, wir haben ein Gummimaterial und Gummi altert photooxidativ sehr schnell. Also sprich Licht, Sauerstoff, das Material versprödet. Insofern haben wir uns auf die Suche gemacht nach einem Ersatzschlauch und nach einigen Wochen Suche haben wir dann einen Vintage-Händler für gebrauchte Landmaschinen gefunden, der tatsächlich solche Traktorschläuche noch gehabt hat. Somit war für uns klar, das Regal kann gezeigt werden, kann ausgestellt werden. Wir entnehmen den Originalschlauch, verpacken ihn sauerstoffarm. Das heißt, er wird zwischen mehrlagige Folien gelegt, eingeschweißt. Innerhalb dieses Folienpakets kommen Sauerstoffabsorber und somit einen sehr, sehr geringen Sauerstoffgehalt zu ermöglichen. Das Material altert dadurch weniger und wenn wir hier unten auf den Wagen schauen, sehen wir dieses Paket mit dem Originalschlauch. So hält sich das jetzt über mehrere Jahrzehnte. Es liegen auch Sauerstoffabsorber drin, die nach einigen Jahren dann auch ausgetauscht werden können, um quasi dieses niedrige Niveau zu halten. Und auf diese Weise haben wir jetzt eine Lösung gefunden, ein sehr seltenes Ausstellungs-, ein sehr seltenes Sammlungsstück, was aber auch gleichzeitig sehr empfindlich ist, den Besuchern zugänglich zu halten, ohne es aus konservatorischen Gründen im Depot verschließen zu müssen.